Runde Piccolinis aus Reiswaffeln, das probieren wir aus. Ich habe zum Glück noch alles da, was man braucht. Ich habe sogar Reis und Maiswaffeln. Mal sehen, ob es einen Unterschied macht. Ich probiere es jetzt erstmal mit 4, falls es nicht schmeckt. Als nächstes kommt die Tomatensauce. So sieht das jetzt aus. Ich bin echt gespannt, ob das schmeckt. Jetzt kommt der Belag. Die sehen eigentlich ganz geil aus. Ich habe 2 mit normalen Käsen gemacht und 2 mit Parmesan. Jetzt noch ein bisschen Würze drüber und dann kommt die in den Ofen. Die sehen echt lecker aus, aber wie schmecken sie? Also die sind doch überraschend knusprig. Mal probieren. Geil. Ist bei dir das Plus noch da? Dann mach's mal weg. Wir sind fast 1 Million.